Moin Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben mal wieder ein paar wunderschöne neue Mods am Start. Ich würde sagen, wir fangen hier einmal mit unserer Lizard-Tankstation hier an, mit einem Füllvolumen von 1700 Litern. Das Ganze hier im Leasing für 433 Euro und einen Gesamtkaufpreis von 8500. Ja, wir können bei dem guten Stück hier noch die Farbe ändern. Da können wir uns frei austoben, wie wir sehen können. Ja, da kann man dann für 200 Euro dann sämtliche Farben wählen. Ja, damit haben wir dann schon den ersten neuen Mod durch und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Ja, da haben wir einmal unter Dünger eine schöne neue, ja, Düngermaschine hier am Start. Die Primo 332 mit 3210 Litern und eine Auswurfweite von 24 Metern und ja, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Das Ganze im Leasing für 1020 und ja, Gesamtkaufpreis von 20.000. Ich würde sagen, dass die Geräte gucken wir uns dann jetzt mal kurz an. Wunderbar. So, da haben wir dann einmal unsere schöne Tankstation für unterwegs. Die hat natürlich eine Dreipunktaufnahme, die wir dann auch brauchen zum Befüllen von dem ganzen Tank. Wir können den natürlich dann auch als Gewicht nehmen und dann dürfte da eigentlich auch nichts passieren. Hier oben kann man dann noch ja, entweder mit dem Frontlader oder mit anderen Gerätschaften das Ganze anheben und umsetzen, wenn man das möchte. Oder halt unten mit dem Gabelstapler oder anderen Gerätschaften. Und ja, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus hier mit den ganzen Aufklebern und. Die Idee ist ganz nett und ja, passt ganz gut. So, dann haben wir unseren schönen, ja, Streuer hier. Der sieht auch ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Hier oben schön in grün und mit rot und schwarz, den gleichen oder so ähnlichen gibt es dann auch schon von Kuhn. Ob das jetzt ein umgebauter ist oder nicht, kann ich natürlich so nicht sagen. Sieht jedenfalls hier auch ordentlich aus, das Ganze. Auswurfweite hat man ja schon gesehen, ich glaube 24 Meter, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das passt auch schon ganz gut. Ja, Aufkleber und alles sind überall dran, sieht alles ganz ordentlich aus, bis auf hier dann, wo dann hier anscheinend dieser Aufkleber noch weiter drüber geht. Aber die gibt es ja in Wirklichkeit auch so. Das passt eigentlich auch. Und dann würde ich sagen, holt euch die zwei schönen Mods einfach mal runter. Testet sie an. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Macht's gut. Reingehauen.